Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin Zedderfeld, sehr geehrter Herr Generalsekretär Montella, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Heute vor genau einem Jahr hat Russland seinen illegitimen Krieg gegen die Ukraine begonnen und die europäische Friedensordnung schwer beschädigt. Als Sonderbeauftragte für Osteuropa innerhalb der Parlamentarierversammlung verurteile ich diesen imperialistischen Angriffskrieg auf das Schärfste. Kindesentführungen, Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt, Misshandlungen und Folter sind leider an der Tagesordnung. Gegen die Qualen der Zivilbevölkerung senden wir aber hier als Abgeordnete ein klares Signal an der Solidarität an die Ukraine und an die ukrainische Delegation, die hier in Wien weilt. In parlamentarischen Gesprächskreisen zur östlichen Partnerschaft der EU hatte ich in den vergangenen Wochen mehrfach Gelegenheit, mit MenschenrechtsaktivistInnen, OppositionspolitikerInnen und WissenschaftlerInnen aus der Ukraine, aus Russland und aus Belarus zu sprechen. Die Kontakte zu den zivilgesellschaftlichen Kräften sind mir als Zeichen der Solidarität und der Ermutigung besonders wichtig. Wir müssen all jene stärken, meine ich, die unter großer persönlicher Gefahr öffentlich Positionen gegen Russlands Krieg beziehen. Putin führt ja mit großer Verachtung auch Krieg gegen die eigene Zivilgesellschaft. Das zeigt etwa das Beispiel der Menschenrechtsorganisation Memorial, die den Friedensnobelpreis erhalten hat. Und ich bin sehr dankbar, dass ich Irina Scherbakowa im Deutschen Bundestag kennenlernen konnte. Neben dem grausamen und zermürbenden Stellungskrieg in der Ukraine müssen wir allerdings auch die Situation in den Nachbarländern im Blick behalten. Etwa den Blick auf Belarus, dessen Verhalten als Co-Aggressor ebenfalls scharf zu verurteilen ist. Hier besorgt mich insbesondere die Situation der Frauen, auch jener, die Lukaschenkas Regime ins Exil gezwungen hat. Frau Tichanowskaja hat uns gestern ja daran auch noch einmal deutlich erinnert. In die Republik Moldau lohnt sich der Blick, denn deren Stabilität wird durch prorussische Kräfte deutlich gefährdet. Auch der Blick nach Polen, in die baltischen Länder oder in die skandinavischen Länder ist wichtig, denn diese wurden durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine in große Unruhe versetzt, was ja allerdings auch zu der zermürbenden hybriden Kriegsführung Putins gehört. Auf dem europäischen Kontinent hat Russlands verbrecherischer Krieg die größte Fluchtbewegung seit Ende des Zweiten Weltkriegs ausgelöst. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sollten uns von drei Prinzipien, was die OSZE-PV-Arbeit angeht, in den nächsten Wochen und Monaten leiten lassen. Erstens, wir dürfen nicht zulassen, dass ein Land sich mit Gewalt Teile eines anderen Staates ungestraft einverleibt, die Grundprinzipien unserer Friedensordnung missachtet und die Identität eines Landes auszulöschen versucht. Dies geht aber nicht ohne den diplomatischen Dialog und ohne den Dialog mit allen hier in der OSZE-Parlamentarierversammlung. Zweitens, mit der Schlussakte von Helsinki sind wir dem Schutz der Menschenrechte besonders verpflichtet. Die Verbrechen von Butscha und Irpin müssen strafrechtlich verfolgt werden. Und der Straflosigkeit von Kriegsverbrechen müssen wir entgegenwirken. Ich rufe die Mitglieder der PV ausdrücklich dazu auf, die Strafermittlungen der internationalen Gerichte zu unterstützen. Auch die parlamentarische Versammlung, also wir hier, müssen stets eine öffentliche Anklagetribüne für die Kriegsverbrechen sein. Und drittens, die Ukraine benötigt neben humanitärer, finanzieller und wirtschaftlicher Unterstützung auch militärische Hilfe. Wie sonst kann sie ihre territoriale Integrität und ihre Souveränität verteidigen? Wir stehen also alle hier solidarisch an der Seite der Ukraine, jedenfalls eines Staates, der angegriffen wird und sich verteidigen muss. Es ist an Russland, diesen ungerechtfertigten und verbrecherischen Krieg zu beenden. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist ihr Existenzrecht bedroht und ist möglicherweise vernichtet. Allerdings, wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist der Krieg beendet. Einen Diktatfrieden des russischen Imperialismus darf es nicht geben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Slava Ukraini.